Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Yoga-Einheit aus der Serie Stay Active mit dem Hochschulsport aktiv bleiben. Und heute geht es nochmal so ein bisschen um das Zusammenspiel von Erdung auf der einen Seite, Stabilität und die Aufrichtung, die Leichtigkeit nach oben. Ihr braucht für die Praxis heute die Matte natürlich und wenn ihr habt, ist bestimmt auch eine zusammengefaltete Decke oder ein kleines Kissen ganz geschickt, um euch ein bisschen höher zu setzen. Und die Decke oder das Kissen könntet ihr auch gleich für den Start nutzen. Habt eine aufrechte Sitzhaltung. Entweder mit gekreuzten Beinen, wenn du magst, auf der Decke oder auf dem Kissen oder sonst auch auf den Fersen. Dich dann hier erstmal einrichten, die Hände ganz entspannt, entweder auf den Oberschenkeln, auf den Knien, im Schoß ablegen und gerne die Augen schließen oder suchst dir einen Punkt am Boden, wo du den Blick fixieren kannst. Und dir dann hier erstmal einen Moment Zeit nehmen, um auf der Matte anzukommen und dich jetzt ganz auf die kommende kleine Yoga-Praxis einzustellen. Spürst den Kontakt zum Boden über die Füße, über die Beine, lässt die Sitzbeinhöcker nach unten sinken. Hier ein ganz stabiles Fundament schaffen. Und aus dieser Stabilität kann sich die Wirbelsäule mit Leichtigkeit nach oben aufrichten. Die Lendenwirbelsäule streckt sich ein bisschen, die Brustwirbelsäule, das Brustbein hebt sich, Schultern sinken in die Breite. Der Kopf sitzt ganz leicht auf dem obersten Halswirbel. Das Gesicht entspannt. Dir vielleicht ein inneres Lächeln schenken. Und dann legst du eine Hand auf den Bauch, eine Hand aufs Herz. Spürst hier unter den Händen deine Atembewegung. Mit jedem Einatmen spürst du die Ausdehnung, die Weite. Mit jedem Ausatmen das Zurücksinken. Du musst gar nichts tun, gar nichts kontrollieren, nichts steuern. Du kannst den Atem frei fließen lassen. Und wie von außen beobachten. Die Schultern entspannt, das Gesicht entspannt, den Atem unter deinen Händen spüren. Spürst, wie der Atem vielleicht immer ruhiger, gleichmäßiger wird, ohne dass du was dazu tun müsstest. Und dann ohne den Kontakt zum Atem zu verlieren, die Hände wieder sinken lassen. Hier noch einen Moment bleiben. Atem wahrnehmen, ganz bei dir sein. Und
einem tieferen Einatmen beide Schultern nach oben zu den Ohren ziehen und ausatmen, nach hinten unten sinken lassen. Einatmen, noch einmal die Schultern nach oben ziehen und ausatmen, nach hinten unten sinken lassen. Die Augen wieder öffnen und breitest die Arme zur Seite aus. Die Wirbelsäule bleibt erstmal lang. Hier mit dem Einatmen über die Fingerspitzen verlängern. Jetzt ausatmen, den Rücken rund werden lassen, dich wie selber umarmen. Hände kommen zu den Schultern. Einatmen, wieder weit werden und ausatmen, rund. Jetzt abwechselnd einmal den rechten, einmal den linken Arm oben haben. Jetzt in deinem Atemrhythmus wechsel zwischen Weite, Ausdehnung und dem Runden der Umarmung. Jedem Ausatmen klein werden, rund werden. Mit jedem Einatmen dich wieder richtig aufrichten, ausbreiten. Und der Atem gibt dir das Tempo für die Bewegung vor. Einmal rund werden. Mit dem nächsten Einatmen dann mal in der ausgebreiteten Haltung bleiben. Du drehst die Handflächen nach oben, beugst die Ellenbogen noch mal ein bisschen, Schultern tief sinken lassen und dann von hier die Arme wieder strecken. Die Daumen zeigen nach hinten. Hier ganz weit werden, kannst die Arme auch noch so ein bisschen nach hinten ziehen, der Herzraum öffnet sich, da bleiben. Über die Beine, über die Sitzbeine kann ich erden, deine Stabilität wahrnehmen. Und gleichzeitig die Aufrichtung, die Länge, die Weite nach oben hin. Bisschen weiter werden, Schultern bleiben tief. Dann mit dem Einatmen die Arme über die Seiten nach oben bringen, die Hände kommen zusammen und ausatmen, Hände vors Herz. Kommst jetzt, wenn du auf den Fersen sitzt, in den gekreuzten Sitz, so ganz locker gekreuzt sein. Nimmst einmal den Fuß nach vorne, den du nicht automatisch vorne liegen hast. Und beginnst jetzt hier so ein paar weite Kreise aus dem Becken. Das Becken, die Hüfte mobilisieren. Und die Kreise immer weiter werden lassen, den ganzen Bewegungsspielraum ausschöpfen. Auch mal die Richtung wechseln. Spürst vielleicht, an welchen Stellen so ein bisschen zieht, Spannung da ist, Blockaden da sind. Das einfach mal zur Kenntnis nehmen, ohne zu bewerten. Und dich dann langsam wieder in der Mitte einpendeln. Von hier, und jetzt ist, glaube ich, die Decke oder das Kissen hilfreich, von hier die Beine ausstrecken, kommst du eine Grätsche. Gerne so auf die Kante der Decke setzen oder vom Kissen, dass du die Wirbelsäule aufrichten kannst. Die Zehen zu dir rangezogen, Beine aktiv, die Finger verschränken und beginnst auch hier nochmal zu kreisen, weite Kreise aus dem Becken.
als würdest du so in einem riesigen Topf, der zwischen deinen Beinen steht, umrühren. Auch hier mit jedem Kreis vielleicht ein bisschen weiter werden, Kreise größer werden lassen. Dann auch hier nochmal in die andere Richtung. Weite Kreise, Dehnung in den Beinrückseiten spüren, Oberschenkelinnenseiten. Und dann wieder in der Mitte zur Ruhe kommen. Noch einmal aufrichten, die Hände an den Seiten abstellen. Noch einmal ganz lang machen, die Beine aktivieren, die Füße geflext, die Kniescheiben Richtung Oberkörper ziehen, die Länge im Rücken wahrnehmen, gleichzeitig die Sitzbeinhöcker sinken lassen. Und dann die Haltung wieder auflösen. Du kannst dein Kissen, deine Decke beiseite legen und kommst von hier in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter den Schultern. Die Knie unter den Hüftgelenken. Mit dem Einatmen lässt du so ein geführtes Hohlkreuz entstehen. Herzraum weitet sich, Blick richtet sich etwas auf, ohne dass der Nacken nach hinten abknickt. Mit dem Ausatmen runden Rücken, Bauchnabel zieht nach innen. Einatmen, weit werden. Und ausatmen. Ganz kraftvoll runden. Einatmen noch einmal weit. Ausatmen runden. Mit dem nächsten Einatmen wieder weit werden. Die Zehen aufstellen. Schiebst dich mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Hier abwechselnd mal die rechte, mal die linke Ferse Richtung Boden sinken lassen. Auf einen guten Kontakt der Hände zum Boden achten. Ganze Handfläche drückt in die Matte. Und dann beide Fersen gleichmäßig sinken lassen. Lieber die Beine ein bisschen gebeugt, dafür der Rücken lang. Nochmal den Kontakt zum Boden spüren. Über die Hände, über die Füße. Wanderst dann mit kleinen Schritten Richtung Hände, so weit, bis der Oberkörper frei hängen kann. Kraft der Füße spüren und aus der Kraft der Füße dich nach oben aufrichten, gerne die Knie ein bisschen mit beugen, hier aufrollen, oben die Schulter nochmal mit zu den Ohren ziehen. Und ausatmen, nach hinten unten sinken lassen. Noch einmal mit dem Einatmen die Schultern Richtung Ohren ziehen, kurz halten und ausatmen, nach hinten unten sinken lassen. Im Moment Zeit geben, im Stand anzukommen. Noch hier wieder über die Füße. Den Kontakt zum Boden spüren. Die Stabilität, Erdung und gleichzeitig die Aufrichtung. Du kommst dann von hier in eine weite Grätsche. Die Fußaußenkanten erstmal parallel zur kurzen Mattenseite. Die Füße aktiv, Fußgewölbe aufgerichtet, auch die Beine aktiv, das Becken, der untere Rücken bleibt lang, das Steißbein sinkt Richtung Boden, Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Der Bauch kriegt so einen leichten Tonus.
Und hier jetzt den rechten Fuß 90 Grad nach außen drehen, den linken leicht ein. Das Becken bleibt weiter geöffnet zur langen Mattenseite. Die Füße, die Beine bleiben aktiv, das Becken auch. Breitest die Arme zur Seite aus. Das Brustbein anheben, die Schultern sinken lassen. Jetzt von hier das rechte Knie beugen. Bringst das rechte Knie über das rechte Sprunggelenk. Darauf achten, dass Knie und Zehen in die gleiche Richtung zeigen. Dass das Knie nicht nach innen kippt. Wenn es der Fall sein sollte, lieber den Fuß auch so ein bisschen schräg stellen. Knie soll in dieselbe Richtung zeigen wie die Zehen. Der Blick geht über die rechte Hand. Hier erstmal bleiben. Krieger 2 oder Held 2. Ganz stabile Beine, ganz klare Ausrichtung. Und der Oberkörper ist in der Mittelachse, das heißt die Schulterblätter sind über den Hüftknochen, über dem Beckenknochen. Ich bin mit dem Einatmen, erstmal ganz weit nach rechts ziehen. Und hier den rechten Ellenbogen aufs rechte Knie absetzen. Der linke Arm geht Richtung Decke. Von hier dich mit dem Einatmen lang machen. Ausatmen, die linke Hand zur rechten Schulter bringen. Rund werden. Einatmen, wieder öffnen. Ausatmen, rund werden. In deinem Tempo. Ganz stabile Beine, der Oberkörper frei beweglich. Einmal mit dem Ausatmen runden und dann einatmen, in der Streckung bleiben. Jetzt entweder hier bleiben, die linke Hand senkrecht Richtung Decke oder wenn du die Dehnung auf der linken Körperseite intensivieren möchtest, hier den Arm so schräg am linken Ohr vorbei in die Länge strecken. Bleiben, der Atem fließt weiter. Linke Fußaußenkante drückt fest in die Matte. Das rechte Knie zeigt Richtung rechte Zehen. Raum für den Kopf, für den Nacken. Schauen, dass du da Platz hast zwischen Schultern und Ohren. Und dann lässt du den linken Arm sinken, ein paar weite Kreise. Und kommst von hier erstmal in den Krieger 2 zurück. Noch einmal ganz klar ausrichten. Und dann das rechte Bein strecken, die Füße wieder parallel ausrichten, Arme erstmal sinken lassen. Moment nachspüren. Und dann das Ganze zur anderen Seite. Da ist den linken Fuß 90 Grad aus, der rechte leicht eingedreht. Füße, die Beine aktiv, auch das Becken aktiv, der untere Rücken lang, Schambein Richtung Bauchnabel ziehen, streckst die Arme zur Seite aus, Brustbein anheben, Schultern tief. Und von hier das linke Knie wieder beugen, Knie über das linke Sprunggelenk bringen. Das Becken bleibt offen zur langen Mattenseite. Und der Blick über die linke Hand. Da bleiben. Die Schultern sinken lassen. Auch auf den hinteren Arm achten. Wir hatten immer die Tendenz, so ein bisschen abzusinken. Den Oberkörper ganz aufrecht.
dem Einatmen dich wieder weit nach links ziehen, linken Ellenbogen auf das linke Knie absetzen, rechte Hand Richtung Decke. Und mit dem Einatmen lang werden und ausatmen, rechte Hand zur linken Schulter. Einatmen, wieder aufrichten, strecken und ausatmen, runden. Die Stabilität der Beinachse spüren und die Beweglichkeit, die Leichtigkeit im Oberkörper. Noch einmal rund werden und mit dem nächsten Einatmen dann in der Streckung bleiben. Auch hier wieder entscheiden, ob du hier bleiben möchtest oder ob du den rechten Arm so schräg in die Länge ziehst. Rechte Fußaußenkante stabil am Boden. Der linke Fuß, das linke Knie in eine Richtung. Ein Raum zwischen Schultern und Ohren. Atem fließt ruhig, gleichmäßig. Die Dehnung auf der rechten Körperseite. Strecken lang machen. Vom rechten Fuß bis über die Fingerspitzen rechts. Und dann den rechten Arm wieder sinken lassen. Noch ein paar weite Kreise. Dann von hier noch einmal aufrichten in den Krieger oder in den Held. Einmal ganz dein Fundament, die Stabilität von den Beinen, vom Becken wahrnehmen. Der Oberkörper soll sich leicht anfühlen. Und dann das linke Bein strecken. Füße wieder parallel ausrichten, Arme sinken lassen. Abwechselnd die Fersen und die Zehen zueinander bringen. Kommst du wieder in der Mitte zum Stehen. Einen kurzen Moment nachspüren. Gerne auch nochmal die Augen schließen. Noch einmal bewusst den Kontakt zum Boden wahrnehmen. Spürst die Gewichtsverteilung auf den Fuß, auf den Füßen. Kontakt der Füße zum Boden. Und spürst, wie sich aus der stabilen Haltung, aus dem stabilen Kontakt der Füße zum Boden, der Oberkörper über die Beine, über das Becken, über die Wirbelsäule bis über den Scheitel hinaus aufrichten kann. Die Augen wieder öffnen, Beine vielleicht noch mal ein bisschen ausschütteln. Dann von hier dich wieder Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Du lässt erst den Kopf schwer werden, den Nacken, die Schultern mit schwer werden lassen. Jetzt hättest du ein Gewicht an deinem Kopf, das dich so Wirbel für Wirbel nach unten zieht. Gerne unterwegs die Knie mit beugen, um den unteren Rücken zu entlasten. Und lässt dich so weit sinken, bis der Oberkörper wieder frei hängt. Knie dürfen gern gebeugt bleiben. Wenn du magst, die Hände in die Ellbeugen legen und hier nochmal ganz aushängen. Mit jedem Ausatmen noch ein bisschen mehr loslassen, noch ein bisschen mehr Richtung Boden sinken.
Auch den Kopf, den Nacken ganz schwer werden lassen, da nichts mehr halten. Jetzt mal so ein bisschen hin und her baumeln mit dem Kopf. So Nickbewegungen, Kopf so ein bisschen schütteln, zu gucken, ob der wirklich ganz hängt. Dann nichts mehr halten. Und dann die Knie so weit beugen, bis du mit den Händen zum Boden kommst und dich von hier langsam nach unten wieder zum Sitzen abtasten. Du kannst dich dann hier direkt in die Rückenlage nach unten abrollen. Hier in der Rückenlage bequem einrichten. Entweder die Beine ausgestreckt, die Füße hüftbreit oder sogar ein bisschen weiter auseinander, dürfen nach außen klappen, wie so ein aufgeschlagenes Buch. Oder wenn dir das angenehmer ist, im unteren Rücken auch gern die Füße mattenbreit aufstellen. Die Knie in der Mitte zusammensinken lassen. Die Arme liegen mit etwas Abstand neben dem Oberkörper, die Handflächen Richtung Decke, Schultergürtel liegt breit, ganz flächig und entspannt am Boden. Hier im Liegen nochmal nachspüren, kleine Praxis wirken lassen. Und hier zum Abschluss noch ein paar Momente der Ruhe, der Entspannung gönnen. Spürst noch einmal den Kontakt zum Boden, die Auflagepunkte deines Körpers am Boden. Du spürst dein Gewicht, kannst dein ganzes Gewicht ganz vertrauensvoll an die Matte abgeben. Spürst auch die Körpervorderseite, den Raum, die Weite um dich herum. Über die Vorderseite kann sich vielleicht nochmal ein Gefühl von Leichtigkeit ausbreiten. Alles loslassen, nichts mehr tun. Über einen
tieferen Atemzug die Sinne wieder mehr nach außen richten und beginnst mit kleinen Bewegungen langsam wieder mehr Leben in deinen Körper zu bringen. Die Zehen bewegen, die Finger, die Hände, die Füße. Bewegungen nach und nach größer werden lassen. Das machen, was dir gut tut. Gerne auch nochmal dich richtig strecken, dehnen, recken, tief durchatmen. Kommst dann, wenn du soweit bist, nochmal auf deine Art und Weise zurück zum Sitzen. Kommst noch einmal eine aufrechte Sitzhaltung. Im Sitzen nochmal die Hände neben dir absetzen, über die Fingerkuppen den Kontakt Erde spüren, die Wirbelsäule strecken, dich über den Scheitel verlängern. Mit dem Einatmen die Arme über die Seiten nach oben, die Hände zusammenbringen und ausatmen, Hände vors Herz für die Großgeste. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis bald. Stay active mit dem Hochschulsport. Aktiv bleiben.